Jo Leute, Schroffi hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video und heute geht es um Kefura und die Potara-Fusion in Dragon Ball Super und ich möchte zu Anfang sagen, ich weiß natürlich, in der Community ist momentan ein sehr, sehr großer Kalifla und Kale-Hass vorhanden und mit diesem Video möchte ich nur ein bisschen dem näher kommen, was Dragon Ball Super uns hingelegt hat und uns gezeigt hat, um uns zu erklären, warum die Sachen momentan so sind, wie sie sind. Aber ich möchte auch hier sagen, dass natürlich nicht alles perfekt gelaufen ist und es deswegen immer, und zwar immer Ungereimtheiten geben wird in Dragon Ball Super, aber ich möchte, wie gesagt, das Ganze ein bisschen zum Erklären geben und deswegen fangen wir an mit der ganzen Stärke von dem Ganzen und zwar möchte ich ganz zu Anfang anfangen mit den Saiyajins aus Universum 6 und zwar die Saiyajins aus Universum 6, also Kalifla, Kale und Kaba, von denen wir wissen, die wir richtig gesehen haben, die erinnern sehr stark an die Hype-Saiyajins aus dem Universum 7, die mehr Potenzial besitzen, was zu Anfang der Story erwähnt worden ist, was mit Gohan gezeigt worden ist, was mit Goten und Trunks gezeigt worden ist und Kaba wusste damals in den Anfangsfolgen, ich glaube, das war Folge 31, 32, so um den Dreh. Auf die Frage von Vegeta, wo denn sein Affenschwanz sei, hatte er keine Antwort. Er kannte den Affenschwanz nicht. Er hat davon nicht gewusst. Das sagt uns irgendwie doch schon, dass es eine andere Evolutionsstufe sein muss. Dass die Saiyajins des Universum 6 so ähnlich wie die Halb-Saiyajins eine andere Evolutionsstufe sind. Wir sehen ja, dass auch Goten und Trunks keinen Affenschwanz haben. Das war ja auch ein bisschen so eine Sache, wo Toriyama ein bisschen ja, was vergessen hat. Aber das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall sehen wir, dass die Entwicklung anders gelaufen ist. Und deswegen die Saiyajins aus Universum 6 wahrscheinlich anders entwickelt sind und deswegen auch wie die Halb-Saiyajins vermutlich mehr Potenzial besitzen. Das ist nur eine Annahme, aber ich denke, das ist eine sehr, sehr logische Annahme. Kalifla und Kale waren von Anfang an in der Baseform unglaublich stark. Kale weniger, sie hatte dieses Potenzial in der Transformation, aber Kalifla ist so ähnlich wie Son Goku ein absolutes Talent und vom Potenzial her auf jeden Fall mit Gohan zu vergleichen. Sie hatten nur nie jemanden gehabt, der sie gefordert hat oder geschult hat. Das Kitzeln am Rücken differenziere ich. Das Kitzeln am Rücken, ich fand am Anfang, es war etwas Interessantes, um einen neuen Aspekt mit reinzunehmen, aber im Endeffekt muss man einfach zugeben, das Kitzeln am Rücken war nicht die effektivste Lösung, die man hätte machen können. Da kann ich durchaus verstehen, dass viele Leute auf jeden Fall das nicht gut finden und da ein bisschen rumhaten. Also bitte versteht mich hier nicht falsch, das ist was anderes, das nehme ich hier raus. Der Weg zur Verwandlung war halt ein wenig komisch, das ist eben so gewesen. So, wie dem auch sei, beim Turnier von Universum 6 und 7 sagte Vegeta, sagte Super Saiyajin Blue Vegeta, also der das Level erreicht hat, dass er und Kaba, und jetzt nicht in Blue, sondern in der Base-Form ebenbürtig sind. Sie sind in der Base ebenbürtig und Super Saiyajin Blue Vegeta hat Kaba absolut fertig gemacht. Also verwechselt das auch nicht. Aber wir sehen hier, dass ein kleiner Kaba, der gerade es mal geschafft hat, zum Super Saiyajin zu werden, der nicht wirklich so schien, dass er wirklich so stark ist, war gleich auf mit Vegeta in der Base-Form. Das spricht wiederum für ein unglaubliches und unbändiges Potenzial. So, bei Kalifla ist es so, dass Goku sie geschult hat. Goku hat sie gefordert. Goku hat das letzte bisschen Potenzial aus ihr herausgekitzelt. Genauso wie früher im Training mit Son Gohan. Und bei Kalifla ist das Ganze natürlich schneller gekommen, sage ich mal, oder schneller verlaufen. Aber sie war, wie gesagt, vornherein einfach stärker in der Baseform. Sie hatte einfach dieses Potenzial schon vorhanden gehabt. Deswegen ist es in dem Sinne auch verständlich. Son Goten und Trunks sind jeweils mit 7 und 8 in den Super Saiyajin gegangen. Das muss man sich auch jemand zugutehalten. Und sie sind als Fusion zum Super Saiyajin 3 geworden, den vermutlich Vegeta zu der Zeit auch nicht drauf gehabt hatte. Und das zeigt, wie die neue Generation die alte übertrumpft. Ich meine, das ist schon sehr, sehr krass an dieser Stelle. Ich meine ja auch an dieser Stelle ist es auch so, dass die Tanzfusion sehr, sehr stark ist, aber trotzdem ist das außerordentlich bemerkenswert. Das gleiche gilt nämlich auch für Kalifla und Kale. Also ist diese schnelle Super Saiyan 1 und 2 Transformation in dem Sinne kein Wunder. Gohan war selber bei seiner Transformation zum Super Saiyan 2 11 Jahre alt. Kalifla hat ihren Super Saiyan 2 erwacht, indem sie Kale helfen wollte. Es war auch bei ihr eine Notsituation. Kayla ist herumgewütet und Kalifla musste sie irgendwie aufhalten und so kam es dazu, dass der Super Saiyan 2 gekommen ist. Klar, es war nicht so dramatisch wie bei Gohan, das ist natürlich einfach offensichtlich, aber es ist eben so, dass man heutzutage in Dragon Ball Super nach so vielen Jahren doch keinen Wind machen muss, um den Super Saiyan 2 zu erreichen. Das wäre einfach von dem her ein bisschen komisch, deswegen, es war eine quasi Notsituation. Sie hat den Super Saiyan 2 erwacht, aber sie hat den ersten Turnier der Kraft richtig gemeistert, indem sie wieder gegen Goku gekämpft hat, der sie nun mal gefordert hat.
hat. So, kommen wir nun zu der bevorstehenden Potato-Fusion. Champa wird entweder das ausnutzen, dass Universum 7 das mal Fuba-Glas benutzt hat und Universum 2 eigentlich auch etwas benutzt hat. Und so werden die Potato erlaubt, quasi, dass jedes Universum einen Gegenstand bekommt, den sie benutzen dürfen, weil es einfach nur fair wäre. Oder Xeno wird langweilig, irgendwas wird ihm eingeredet und es kommt dazu, dass die Potato-Ohrringe erlaubt werden. Was halt ein bisschen komisch wäre, weil die Potato-Ohrringe fallen ja in die gleiche Kategorie wie das Hilfsmittel von Basel, weil Basel wurde ja im Vorturnier gepusht und wegen diesem Hilfsmittel hat man halt diese Regel erfunden. Deswegen ein wenig merkwürdig, wenn die Potato erlaubt werden würden. Deswegen glaube ich eher, dass Champa sich darauf beruft, diese Ausnahme zu machen, um halt gleichzuziehen mit Universum 7. Muss aber nicht der Fall sein. Auf jeden Fall werden die Regeln ein bisschen gestreckt. Leute, es ist Xeno, er ist ein kleines Kind. Das ist einfach Charakter schreiben, wie es sich gehört, weil denen ist einfach egal, ob wir da Regeln sind oder nicht. Er macht die einfach wieder weg und gut ist. So. Die Potato-Fusion wurde in Super geändert. Jedes nicht-göttliche Wesen defusioniert sich nach einer Stunde und der Kraftverbrauch ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Denn, also das verkürzt halt die Fusion. Denn Kifura wird wahrscheinlich den Super Saiyan 3 anwenden, denn es wäre eine sehr, sehr starke Ghostings-Referenz, was einfach passt, weil die beiden sind einfach ein Duo. Die beiden haben die Stufen schon sehr, sehr schnell erreicht. Die beiden haben großes Potenzial. Die beiden sind die neuen Saiyajins. Es passt gut zu Gotenks. Und Kalifla hat auch angedeutet, dass sie zusammen mit Kay den Super Saiyan 3 erreichen möchte. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, das wird so dazu kommen. Und das heißt, sie wird ihre Fusionszeit erheblich verkürzen. Du, wie geht's euch damals nicht wirklich lange? Im Manga war es auch so, dass Zamasu auch nicht unendlich fusioniert war, denn Zamasu galt nicht als Kaioshin, deswegen haben sie sich auch diffusiert, aber viel, viel später als Vegeto. Denn bei Vegeto war es weniger der Blue, sondern mehr das Final Kamehameha. Das Final Kamehameha hat unglaublich viel Kraft gefressen, wirklich mega viel. Und ich denke, dass Gifuras Zeit hier auch beschränkt sein wird, denn sie wird den Super Saiyan 3 anwenden, wo ich wirklich sehr stark von ausgehe und das ist ein ganz, ganz großer Kraftfresser. Vermutlich sogar mehr als der Blue, weil der Blue ist mehr so eine stabile Form und der Super Saiyan 3 ist doch ein bisschen unkontrollierter, wenn man so sagen möchte. Auf jeden Fall wird sie auch sehr, sehr viele Ki-Attacken einsetzen oder eine große benutzen, deswegen denke ich, Kifura könnte es eventuell nicht schaffen, die vollen 22 Minuten zu bestehen, aber wenn sie es schaffen würde, dann würde ich das eigentlich auch akzeptieren. Deswegen wäre das eigentlich auch von dem Sinne her logisch, wenn man so möchte. Müssen wir auf jeden Fall nochmal abwarten. Auf jeden Fall, Kifura besteht aus einer Fusion, das heißt, sie ist so stark wie Kaliflas Kampfkraft mal der von Kale und dazu muss ich noch kurz einhaken und zwar wurde das ja damals so in einem Guide sage ich mal gesagt, dass es die Kampfkraft ist von Kämpfer 1 und Kämpfer 2, aber das Ganze kann man nicht so komplett pauschal sagen, dass es genauso ist, dass es halt die Kampfkraft ist, mal die Kampfkraft. Es ist nicht genauso und wirklich nicht 1 zu 1 so, aber die Fusion ist auf jeden Fall ultra strong. Ultra, ultra, ultra strong. Und das heißt, die Base alleine wird schon unglaublich stark sein. Und dazu kommt noch der Super Saiyan 3, der das Ganze nochmal richtig, richtig fett boosten wird. Und ja, Power Scaling ist strange und super, das wissen wir alle, aber das können wir sagen. Und zwar, Goku ist angeschlagen und wird den Blue verwenden und dieser wird nicht gegen Gifura ausreichen. Wir haben noch nicht genauere Details, warum das so ist. Das Ganze kann variieren, da kann etwas gesagt werden, was noch wichtig ist. Und in meinem Spoiler-Video habe ich gesagt, ich wäre enttäuscht, wenn sie schwächer wäre als Toppo. Und das war eine sehr, sehr harte Aussage und dazu möchte ich nochmal kommen. Und zwar, Toppo hat gegen Blue Goku mitgehalten, aber um ehrlich zu sein, würde ich sagen, dass er die Auseinandersetzung mit Blue Kaioken Goku verloren hätte. Der Daishinkan hat es ja gestoppt, aber ich bin mir sicher, dass Goku ihn dann fertig gemacht hätte, weil Toppo war sehr, sehr geschockt vom Blick und Goku war noch ziemlich gechillt. Und im Manga war es so, dass Toppo gewonnen hat, aber das lag auch nur daran, dass Son Goku seinen Schlag verpatzt hat. Und wenn dieser Schlag von Son Goku im 100% Super Saiyan Blue Toppo getroffen hätte, dann wäre Toppo sowas von K.O. gewesen. Deswegen, Toppo ist ein bisschen schwer, denn durch den vermutlichen Highlight-Kampf mit Vegeta wirkt das Ganze so, dass Toppo stärker ist, aber ich finde, man hat nicht sonderlich die Erwartung, dass er so stark sein soll, besonders auch mit Dispo, der auch nicht wirklich der Hammer war und deswegen mit Toppo ist das Ganze noch sehr, sehr, sehr schwer und auch die Leute, die die ganze Zeit diese Kefura-Sache haten, sehen jetzt ein, dass Kalifla und Kale verdammt auch mal stark sind. Sie sind overpowered. Selbst Wizard angemerkt, dass Kaliflas Potenzial durch Goku geweckt wird. Die Rivalität ist ja das große Stichwort, denn Goku und Vegeta haben sich auch unzählige Male gegenseitig ans Limit gepusht. So ist es auch hier, dass halt Goku wirklich das Ganze aus Kalifla herausschöpft. Ob Kifura Super Saiyan 3 stärker ist als Toppo, bleibt noch abzuwarten auf den richtigen Toppo-Auftritt, wo wir vielleicht mal ein bisschen mehr von seiner Stärke bekommen. Eventuell habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich bin da doch wirklich gespannt drauf, wie Kifura dann wirklich kämpfen wird oder wie stark sie sein wird, weil ich denke, sie wird auf jeden Fall die Erwartung übertreffen, weil sie vermutlich halt gegen Goku Blue ankommen soll, laut den Spoilern. Deswegen ist die Annahme meiner Meinung nach nicht so weit hergeholt. Und God-Level bleibt God-Level. Versteht mich hier auch nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, dass Goku Blue irgendwie schwach ist oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Goku ist geschwächt und ich denke, da wird noch ein bisschen was mit reinspielen. Aber auf jeden Fall, als kleine Erinnerung, Buu mit Gotenks absorbiert, konnte Gohan komplett fertig machen, der stärkste Nicht-Fusionscharakter war aus Dragon Ball Z. Und Vegeto hat mit Buu, mit Gohan absorbiert,
absolut gespielt. Er hatte nicht 1% Probleme, er hatte nie irgendwie eine Bedrängnis, er war immer gechillt, er hatte mit ihm gespielt, um halt in sein Inneres zu kommen, um Gohan, Piccolo und Gotenks zu befreien. Und die Fusion eröffnet wirklich einen komplett neuen Horizont. Auch wenn Goku in der Gottform ist, ist er nun mal geschwächt und Kaliflas und Kales Potenzial ist einfach unglaublich, ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht. Das kann man an dieser Stelle hier sagen. Eventuell kommt noch etwas dazu und ich möchte hier auch wirklich die ganze Debatte losstarten, warum wieder so viele Leute Kaliflas und Kale haten. Es geht mir nur ein bisschen um Verständnis. Ihr müsst natürlich nicht alles wirklich so akzeptieren, wie ich es sage. Das ist ja nur meine Meinung an diesem Punkt, aber ich denke, so viel Hate haben sie im Endeffekt nicht verdient. Wie gesagt, das Kitzeln, dass manche Leute enttäuscht sind davon, kann man ja noch verstehen, aber solche Sachen wie zum Beispiel, dass sie viel zu schnell, viel zu stark werden, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht so anfreunden mit, weil wir das halt schon mit Gotenks gehabt hatten und deswegen ist das hier so ein bisschen das Thema. Naja, weiter im Text. Es geht auch mir ein bisschen um die Haare. Vielleicht könnten die Haare so sein wie Karoli, die Fusion von Broly und Kakaroto oder auch Goku. Und da könnten die Haare, wie gesagt, grün und gelb sein, also Saiyajin-gelb. Wäre ganz cool wegen Kale und Kalifla. Kale hat ja eine andere Haarfarbe und ja, wie gesagt, sie könnte auch sehr, sehr arrogant sein und weil Kalifla allgemein sehr arrogant ist und Kale in ihrer Form auch. Deswegen könnte das ihr noch mehr oder weniger zum Verhängnis werden und eventuell könnte sich Freezer noch einschalten und irgendwie auf eine Situation warten und dann hinterhältig zuschlagen und sie raushauen und dann so etwas sagen wie diese dummen Saiyajins. Und ja, Goku hat Probleme, der Blue scheint nicht auszureichen, eventuell kommt nochmal die Blue Kaioken dazu und wir haben schon gesehen, im Kampf mit Kalifla wollte er mehr oder weniger seine Sinne schärfen, deswegen Son Goku weiß ganz genau, Jiren ist noch da, er muss Jiren besiegen und deswegen wird er wahrscheinlich versuchen, irgendwie wieder in diesen mysteriösen Modus zu kommen, der sich Ultra Instinct nennt und ich denke, das könnte auch passieren, dass Kefuda eventuell das aus Goku herauskitzelt, dass er nochmal in diesen Modus geht und dann Kefuda eventuell noch ausschalten könnte. Wie gesagt, ist noch alles sehr, sehr schwammig. Momentan ist die Community ein bisschen hitzig, das ist natürlich klar bei diesem Thema. Aber ich bin sehr gespannt auf die Rückkehr der Potara-Fusion im Turnier der Kraft. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir kennen ja alle Vegeto-Auftritte, die mega, mega stark waren. Und deswegen bin ich mal gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Thema. Wie stark denkt ihr, ist Kefuda? Und Leute, ich will natürlich, dass ihr ehrlich seid, deswegen schreibt eure ehrliche Meinung in die Kommentare, aber versucht nicht so beleidigend zu sein zum Thema Kefuda. Das habe ich ja in den letzten Wochen ziemlich oft gelesen, dass da viele Leute sehr, sehr enttäuscht von sind. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben auf diesen Video freuen. Aber falls ihr es noch nicht getan habt, bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein!